Hallo, herzlich willkommen zurück bei Crysis 2. Endlich ist der zweite Teil draußen. Ich hoffe, ihr seht dieses Video hier 2011. Sichtkontakt zum Primärziel. Scheiße. Hey, warum geht der nicht kaputt? Was ist los? So. Versuche System Neustart. Erstsäuberung aktiv. Erstsäuberung abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Okay. Warnung. Fremdschadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Brich die Sicherheitstüren auf. Alles klar. Wow. Ich bin Superman. Sind wir in der Stadt oder was? Ach, die Stadt war so abgeriegelt. Ah. Persona non grata. Überall liegt der Müll rum. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die SAP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn, das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Finde den Eingang zur U-Bahn. Okay. Wo muss ich denn lang, Leute? Hier durch. Hallo, hier ist ein Laptop. System Override. Maximale Panzerung. Panzerung verändert die äußere Hülle des Lands, um Schaden zu absorbieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzermodus verbraucht Panzerenergie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. This is Prophet. Erledige sie! Cool. Das mit der Panzerung gefällt mir. Schade, dass sie hier nicht zerfetzt werden, die Leute. Ja, ich weiß, ich mag sowas. Ist ein bisschen gestört vielleicht, aber... ist auch mal ganz nett. Ist auf jeden Fall realistischer. Wenn sich jemand... Munitionskiste. Wie sind wir nur im gleichen
Beschweren Sie sich nicht. Flankieren. Oder würden Sie lieber gegen die Seth kämpfen? Besser als alles aufzuwischen. Erzählen Sie das der Sektion Marone. Die Seth haben Sie in Greenwich Village zur Hälfte ausradiert. Er hat recht. Schwachpunkt. Haben Sie unten noch ganz kurz. Winter versinkt im Chaos, Mann. Ja. Flankieren. Was? Wieso habt ihr mich gesehen? Ein riesiger Donut. Das ist aber anstrengend hier. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie heimlich vorgehen. Also abfackeln! Mann, wie sind wir nur im Leichentrupp gelandet? Beschweren Sie sich nicht. Oder würden Sie lieber gegen die Zerf gehen? Besser als alles aufzuwischen. Es ist also gut, Schluss mit dir schalten. Denk, überbrücken Sie die Kreuzung. Wir übernehmen das Beine. Roger. Ich dachte, ich soll das hier so flankieren. Scheiße. Na gut, so kann man es natürlich auch machen. Wie Gefahr. Weiß gar nicht, ob ich hier rein musste, aber können wir natürlich auch machen, ne? Ah, es war Strom im Water. Bzzzt. Oh. Immer noch? Hm? Was ist das? Etwas ist da drauf. Kann ich jetzt hier rein oder nicht? Warum wurde ihm denn gerade was abgezogen? Was ist denn hier los? Ach, die sind alle durch die Seuche verwandelt. Prophet, ne? Die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Ich kriege Dutzende von Hitzesignaturen direkt unter Ihnen. Seien Sie bloß vorsichtig. Nanovision aktiviert. Nanovision aktiviert. Nanovision ist super gut. Da sehe ich dann wenigstens mal, wo die ganzen. Runter von dir, verdammt! Ich habe alles Menschenmögliche getan. Ich habe mich um alle gekümmert. Und jetzt werde ich Gott ins Gesicht sehen. Auf sowas muss man vorbereitet sein. Sauber muss man sein. Vor allem innen. Denn da zählt's. Kann man auch nicht erlösen von ihrem Leid, die Leute, ne? Na,
Nanovision aktiviert. Oh, cool mit der Nanovision. Escalators for prestigious only. Planet of the Snip. Die ganze Medienscheiße nicht, Leute. In dieser Stadt ist die Kacke am Dampf. Und diese Arschlöcher mit ihren Zellen und ihren Gehaltschecks, die wir Steuerzahler bewilligt haben, sind nicht hier, um zu helfen. Sie sind hier. Ich gehe mal weg von diesem Viech. Gehen wir hier unten weiter. Verdammt! Es ist ein Nest! Raus da, Prophet! Ach, die folgen mir gar nicht. Gut, wie ist denn die Alternativroute? Was ist das denn hier? Telefon benutzen? Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie anrufen hier. Mama, kannst du mich abholen? Ich hab hier ein bisschen Stress. Ja, wo ist denn jetzt hier die Alternativroute? Es gibt keine Alternativroute. Hier? Ich muss ja da durch, oder? Doch hier eine afrikanische Dschungelscheiße wie Ebola. Mit einem Frühflugzeug oder so. Ja, los. Neue Musik freigeschaltet. Oh. Jetzt geht's rund. Wo sind wir denn hier? Ach ja, wir sind in New York. Oder? Hier ist Commander Lockhart an alle Cell-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nano-Suit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden. War vorher schon so. Boah, ich habe einen weiten Weg vor mir. Okay. Damit ist die Folge jetzt auch schon zu Ende. Jetzt haben wir 3 Folgen aufgenommen. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das? Soll ich das weiterspielen? Ich werde es mir noch überlegen. Als nächstes werde ich mir ein anderes Spielchen vornehmen. Denke ich. Weiß noch nicht welches. Mal gucken. Hab noch ein bisschen Zeit heute. Yeah. Ja, aber wir warten erstmal noch hier auf den Ladebildschirm. Sollte ich dieses Spiel hier richtig regulär als Let's Play spielen, werde ich die Ladebildschirme, denke ich mal, sorry, überspringen, ne? Pause drücken bei der Aufnahmetaste und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.